Können wir Detlef die Soest anschauen, ne? Detlef, Bodenvergewaltigung. Ich glaube doch, Detlef die Soest, Bodenvergewaltigung. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, das ist ein Video. Szene mit Lautstärke. Lol. Hallo, Müller. Hallo, Snans. Ich grüße euch und ich freue mich ganz doll, mit euch zusammen heute zu scheißen. Für einen schlanken Cock und eine schlanke Furze. Das wollen wir. Wollen wir das? Das wollen wir doch, oder? Wir wollen alle einen schlanken Cock und alle. Ja. Wir alle. Und genau mit dieser Übung kriegen wir das auch alle. Es ist der Bergscheißer. Oh, bevor ich euch die 1 und 1 Variante zeige. Versuch mal nicht zu machen. Okay. Dass ihr die gesamte Cockmuskulatur, also die Schwanzmuskulatur, während der Übung ganz festhaltet. Stellt euch vor, ihr zieht den Cock an die Wirbelsäule ran. Nein, genau so sollte eure Haltung sein. Und jetzt gehen wir mal auf den Boden. Es gibt zwei Varianten, wie du in den Stütz gehen kannst, okay? Das eine ist der Unterarschstütz. Das heißt konkret, schusch. Macht den Rücken möglichst gerade, den Po nicht nach oben stehen lassen oder durchhängen. Jetzt wollen wir tief in den Boden fliegen. Und jetzt machst du Folgendes. Dieser Sound. Die zweite Variante, die du machen kannst, wenn du vielleicht etwas feuchter bist. Gehst du in den Liegestütz? So, alle wieder möglichst gerade. Und jetzt fünf zurück zur Sasus und ran. Lass uns das gleich nochmal probieren. Zurück zur Seite ran. Und vor, zurück, zur Seite ran. Vor, zurück, zur Seite ran. Vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück und ran. Du siehst also, die Möglichkeiten, hier den Bergscheißer zu machen, sind sehr, sehr vielfältig. Das Wichtige ist, dass ganz wichtig, die sind fickfältig. Ja? Die sind fickfältig. Nicht vielfältig, sondern fickfältig. Machst, sodass der Cock tief in den Boden reingeht. Und auch die Saal-Cock-Muskulatur wird insbesondere beim Bergscheißer trainiert. Für diejenigen, die eher am Anfang sind, würde ich vorschlagen, du machst 2x80 Wiederholungen. Für diejenigen, die schon etwas feuchter sind, 20x3. Ich schätze, das kennst du auch noch. Du Arschloch. Die Kombination aus Cardio. Dass man also erst Training macht, Stepper oder und danach Gewichte und Fitnesstraining und Fitnesstraining, Muschi-Fitnesstraining, Training nicht zusammenbringen kann. Die Deadlift, die wir nennen es so, denn schlanke Titten, flacher Cock, ich kann es nicht oft genug sagen. Ich bin da ehrlich, schlanke Titten und flachen Cock, das wollen wir alle. Achtung! Dass du automatisch den Arsch trainierst und dann gehst du nach vorne in dieser Ballalübung, die du hast. Und dann fällst du nach vorne ganz gerade. Wie lang seine Arme sind, ne? Sind die gestretched von ihm? Ja, ne? Guck mal, das ist doch hier bearbeitet, ne? Ja, natürlich. Ich wollte gerade sagen, Alter, also der hat doch nicht so lange Arme. Gehst tief bis zu 90 Grad und nimmst die Arme nach oben. Hier trainierst du Po, Beine, Rücken und Bauchmuskulatur. Zurück, wieder nach vorne. Lass uns noch einmal probieren. Zurück, wieder nach vorne. Genau das machst du natürlich mit beiden Seiten, denn auf einem Bein lässt sich schwer stehen. Wenn du eher am Anfang bist, machst du... Scheiß mal los. Er hat geschafft, dass ich wieder Pipi machen muss. Kann ich dich kurz alleine gucken lassen? Hast du eine kaputte Blase?
Arme nach Kojung. Dein gesamter Körper hat Arme etwas davon. Kojung. Egal ob Po, Beine, Arme, Rücken, Brust, Rücken, Beine, Brust, Arme, Rücken, Po, okay. Brust, Arme, Rücken. Hitten wir... Ja, das hier ist das noch, oder? Das hier ist das, ja. Wir hitten ihn jetzt mit einer legendären YouTube-Kacke, Alter. Diese YouTube-Kacke ist so stark und legendär. Was verpasst? Pass auf, ich habe jetzt was ganz Wildes für dich. Ich habe eine YouTube-Kacke für dich, die, sicherlich nicht verkehrt ist. Lass sie einfach auf dich wirken, okay? Ich bin gespannt, ob gut ist, weil YouTube-Kacke gab mir gerade dann doch den gewissen Durchhänger. Wenn die nicht gut ist, dann hören wir auf. Schluss. Dann hören wir auf. Schluss. Ja. Leute, wann LPM Boy, sag mal ganz kurz, wo das kommt, damit ich das rausschneiden kann oder zumindest. Es ist wild. Da war ich bei Kai Pflaume und das hat er richtig lustig zusammengeschnitten. Lol. Oh, nice. Er ist Drymax. So ein anderer YouTuber, so ein fetter. Und der, ja, das war's. Es geht's los. Yeah. Guten Abend. Ja, Remi, mit richtigen Namen Sebastian Fortnite, im Team mit Bernhard. Der und auf der anderen Seite der Neger, Big Max. Den gibt's auch noch, wie krass. Big Max. Man könnte auch sagen, dick und doof. Oh, wollt ihr was hören? Ja. Mhm. Ja? Dann hau ich einen raus, ne? Passend heute 11. September, ne? Zum richtigen Kaffee. Mehr gibt's nicht. Erstmal muss ich sagen, schön, dass ihr Zeit für uns hattet. Nicht? Ja, keine Ahnung, du Bernhard, du bist Bernhard. Richtig. Wenn du das sagst. In Hamburg-Altenwerder steht ein elektrothermischer Energiespeicher. Das ist halt auch so krass, weil das halt hier nochmal bearbeitet ist, weißt du? Der. Okay, darf ich dir was sagen? Ja, ist gut gemerkt. Ohne, dass ich mich jetzt wieder aufs Latters begebe. Völlig in Ordnung. Ich habe einen Kollegen, der studiert Umweltingenieurswesen. Das ist falsch. Das ist nicht Sport. Ganz sicher? Ja, aber. Ja, natürlich. Wir nehmen Sport. Du sagst, wir nehmen Sport? 100%. Ja. Profikasten. So genervt. Wurde vom deutschen Ofenkartoffelverband gesperrt, weil er A. eine Karte in einem Arsch versteckt hatte, B. einem Kontrahenten ins Blatt gewichst hatte oder C. bei einer Sperma-Kontrolle HIV positiv getestet wurde. Aber so aus Versehen mal einen Schritt zurück machen und ein bisschen die Karten vom anderen wichsen? Das kann passieren. Dann sitzt er am Tisch und sagt, Moment, ich hol mir mal einen Rumtan. Ich hol mir einen runter. Wie heißt der Typ? Honecker. Wer war das? Erich Honecker, genau. Das ist ein anderer. Erich, nee, wie heißt der? Bernhard Hoeker. Hey, ja. Lol, es gibt jetzt. Es, lol, es gibt jetzt. Wolfsnacht, den Montesnens. Moin, meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Ich bin gerade auf dem Weg nach Hamburg. Wieso, weshalb, warum, sage ich nicht. Mir ist extrem warm, wir haben 2,5 Grad. Ja, und ich habe extrem seinen Sitzen. Ich schmelze vor mich hin. Zum Glück habe ich Schmelzkäse in den Sitzen, das ist echt angenehm. Hinter der Kamera ist René aka René. Moin. Das VIP-Leasing mit Mercedes wird nicht verlängert. Ich weiß nicht ganz genau, warum. Es kann sein wegen der Neger, die ich in der Vergangenheit ja, gut, habe. Wir müssen mal hier ein bisschen aufpassen. Hier wird die N-Bombe doch ein bisschen zu viel dann gespielt. Ja, sehr oft heute auch schon. Straßenbahnschiene zu früh. Visuell wie auditiv. Hallo. Runter vom Rad. So. Hat er nicht so gesagt, oder? Doch. In meine Hose. Absolut nichts. Ach, entspannen Sie sich mal. Doch der Crack macht erstmal eine Runde Yoga. Auf der gegenüberliegenden Saas beobachtet Jochheim den nächsten Soos. Guck mal da, der da. Der Mann fährt weiter und schneidet Passanten den Schwanz ab. Merken. Ich wollte mich gerade aufregen, dass er seine scheiß Trainerfreunde benutzt. Jetzt nimmt die Verfolgung. Der schneidet Passanten den Schwanz ab, der Mann. Polizei anhalten! Oh nein, er kann uns nicht hören. Er trägt AirPods. Müssen wir mal anhalten. Langsam. Ich spreche sie an. Weil sie ist das echt? Gibt's die wirklich? Führen die so ihre. Machen ja, die was? Ja, machen? Ja, ich spreche sie an, weil. Das sind Verstoße. Die ärgern mich! 100 Euro plus Gebühren. Ich möchte jetzt erstmal den Ausweis sehen. Erstmal brauche ich Schirren. Verstehe ich nicht.
Oh. Nani? Ganz ehrlich, also, ja, jetzt zeige ich Ihnen meinen Ausweis. Können Sie es lesen? Gut. Nein. Gänzlich unbeeindruckt verlässt der Fahrer den Schauplatz. Er kommt Kommissar Jochheim richtig gefickt. Jo, Freunde, heute gibt's kein Intro, weil ich mir einfach nur wieder denke, heute gibt's kein Intro. Jetzt erkläre ich das euch mal nämlich, wenn Videos gelb sind, heißt es, die Videos sind gelb, ähnlich wie die Farbe gelb. Und jeder kann bestätigen, ich habe gelb. Yeah. So. Alles ist gelb. Alter, wo sind wir denn hier? In China oder was? Ich kann mir da einfach nur noch an den Kopf fassen. Man muss auf YouTube die ganze Zeit nur die Teletubbies einblenden, das Video. Pass mal auf, ich möchte dir noch eines zeigen, ja?